Wir wollen uns nun ein wenig mehr mit allgemeiner ebener Kinematik beschäftigen. In diesem Fall bewegt sich eine Kurbelwelle AB mit der gegebenen Winkelgeschwindigkeit Omega A um eine raumfeste Achse durch A. Zu bestimmen ist die Geschwindigkeit des Kolbens hier oben zum dargestellten Zeitpunkt. Das heißt, die wichtige Formel, die wir brauchen, an die ich erinnern möchte, ist, wenn wir die Geschwindigkeit von irgendeinem Punkt in dem System wissen wollen, nämlich beispielsweise jetzt von C da oben, dann ist es vektoriell die Geschwindigkeit des Punktes, von dem man halt alles kennt, also von dem man wegrechnen kann, in dem Fall B bzw. zuerst A, und das Kreuzprodukt aus Rotation, aus der Winkelgeschwindigkeit mit dem Abstandsvektor. Das sind die Dinge, die man braucht. Also eigentlich braucht man immer nur die Formel bei all diesen Beispielen und muss die halt dementsprechend anwenden. Dafür macht man am besten, wie in der Statik auch, eine saubere Skizze von dem ganzen Bauteil unter Bezeichnung aller Geschwindigkeiten und Abstände und legt ein Koordinatensystem fest wieder. Das heißt, in dem Fall, ich zeichne es da herüben ein bisschen größer her, wenn man vom Punkt A ausgeht, darüber ist B und hier oben der Punkt C im Kolben, also der Kolben, wo die Pleuelstange dranhängt. Und wir wissen im Prinzip nur die Winkelgeschwindigkeit Omega A. Wir wissen aber auch vom Punkt A, dass der fixer Punkt ist im Raum. Sprich, der hat keine Geschwindigkeit VA translatorisch, sondern wirklich nur diese Winkelgeschwindigkeit Omega A. Damit kann man von dort weg alles ausrechnen. Was brauchen wir dazu? Ich zeichne Ihnen einmal das Bekannte ein. Das Omega A positiv im Koordinatensystem. Auf die positiven Vorzeichen müssen Sie schon aufpassen, wegen der Kreuzprodukte. Dann brauchen wir, haben wir gesagt, per Definition diesen Abstandsvektor, wenn es um A dreht, von A nach B. Das ist mit dem Abstand d dieser Vektor. Dann wird hier eine Geschwindigkeit Vb entstehen natürlich, aus Omega A mit dem Normalabstand. Und da oben, und das mache ich rot, weil das ist die endgültige gefragte Größe, Vc, die zeichne ich jetzt einfach einmal aus totaler Ignoranz so ein, was natürlich, wenn man es hinschaut, sofort klar ist, dass das nicht funktionieren wird, weil ja die Wände einschränken und damit ist nur Bewegung in Vertikalrichtung möglich. Aber wir machen es einfach einmal allgemein. Und diese Randbedingung, dass die Bewegung waagrecht gesperrt ist, die kann man dann ja nachher noch setzen. Und dann braucht man da einen Abstand von B nach C. Der heißt bei mir RCB. Und wenn man den Punkt B kennt, dann wird hier auch eine Winkelgeschwindigkeit wirken im Allgemeinen um B. Die habe ich einfach mit Omega bezeichnet. Was man noch braucht, vielleicht ist da der Winkel Beta. Dann kann man sich die Komponenten für RCB ausrechnen. Und dann lautet unser Zusammenhang für die Geschwindigkeit in C, Vc, die muss zusammengesetzt sein aus der Geschwindigkeit von B und diesem rotatorischen Anteil Omega Kreuz Abstandsvektor RCB. Vb kennen wir auch noch nicht. Das habe ich jetzt aber da so mehr oder weniger im Vorbeigehen gleich hergeschrieben, weil Vb ist ja eigentlich die gleiche Formel, schreibe ich jetzt da heroben her. Vb wäre ja Va plus Omega A Kreuz, diesen Abstandsvektor, ja, nennen wir einfach D-Vektor, wobei aber Va 0 ist, also ist es nur Omega A Kreuz D. Omega A, wenn man das vektoriell hinschreiben möchte, wie schaut das aus, Omega A? In Z, genau, positiv, also Omega A mal EZ. Kreuzprodukt D ist der Abstand und D zeigt in die negative X-Richtung. Omega A mal D
EY. Also diese, und so wird man's ja, sieht man es ja aus der Skizze auch, weil das eine ganz spezielle Lage ist, so habe ich das B ja schon eingezeichnet, diese Geschwindigkeit hat nur eine Komponente in Y-Richtung, weil einfach zu dem Zeitpunkt AB die Strecke waagrecht liegt. Zu jedem anderen Zeitpunkt kriegt man natürlich auch X-Komponente dazu. Das liegt einfach am Kreuzprodukt, weil dann wird das D hat dann noch eine zusätzliche Y-Komponente und dann kriegt man aus dem Z-Kreuz Y einen X-Anteil. Ja, das ist unser VB und das können wir drüben dann einsetzen. Wie schaut es mit RCB aus? Den schreiben wir vielleicht auch noch als Vektor her. Wenn man den aufteilt da, hier rüber, das ist RCB Cosinus Beta. RCB selbst ist L, der Betrag davon ist L, also L Cosinus Beta. Und der Anteil da oben, den schummel ich jetzt gleich daher, ist L Sinus Beta. Ja, die beiden Anteile haben wir, also in positive x-Richtung L Cosinus Beta und in positive y-Richtung L Sinus Beta. So, und dann kann man das einfach da unten einsetzen in die Formel und alles ausrechnen. Nämlich für das VB minus Omega A mal D in y-Richtung plus und Omega ist wiederum positiv in Z angenommen eigentlich, weil das muss man ja ausrechnen, das kennt man ja nicht, also haben wir es positiv angenommen. Omega EZ, Kreuzprodukt mit dem L Cosinus Beta in X-Richtung und L Sinus Beta in Y-Richtung. Kreuzprodukt ausgerechnet, die beiden als Produkt. Das ist das Gleiche, was wir oben schon gehabt haben. Das ist plus y und zy ist minus x. Und damit ist es minus Omega AD in y-Richtung plus Omega Alpha Cosinus Beta y von der ersten Komponente des Kreuzprodukts und minus Omega L Sinus Beta in x-Richtung von der zweiten Komponente, dann kann man es natürlich zusammenfassen und hat einmal ein VC als Vektor in minus Omega L Sinus Beta, das x noch vorgezogen, und plus Omega L Cosinus Beta minus Omega A mal D in y-Richtung. Das ist unser allgemeiner Zusammenhang. Noch ohne irgendwelche Einschränkungen. VC darf sich jetzt in beide Richtungen in der Ebene bewegen. Und wie man sieht, im Allgemeinen passiert das ja auch. Also wenn es den Zylinder nicht einzwängen, dann wird er sich ja in alle Richtungen bewegen wollen, logischerweise. Das heißt, wir machen einen Koeffizientenvergleich in den Koordinatenvektoren, in den Einheitsvektoren x und y. Die x-Komponente, schreibe ich jetzt daher, ist per Definition 0. Das ist sozusagen eine Randbedingung. Und dann steht auf der rechten Seite minus Omega L Sinus Beta und Ex ist der Koeffizient, nachdem wir verglichen haben. Dann kommt hier sofort Omega kommt 0 raus. Und in y-Richtung das Gleiche. Da gibt es ja wohl ein Y, nämlich das VCY, das auszurechnen ist dann Omega L Cosinus Beta minus Omega A mal D, wobei wir ja jetzt schon wissen, dass das Omega 0 ist, dann fällt der vordere Term da sofort weg und es bleibt nur Omega A mal D über, negativ. Also ist VCY minus Omega A mal D. Bewegt sich also nach unten und betragsmäßig, wenn es Omega A, das Bekannte, einsetzen und den Abstand D, dann kriegt man minus 50 Meter pro Sekunde raus, beziehungsweise halt 50 Meter pro Sekunde für den Betrag.